Im heutigen Video geht es um die Watch Party Focus gegen SK Gaming. Der Gewinner von beiden ist auf jeden Fall qualifiziert und spielt im Experion in Köln auf Valan, weil sie damit in der Top 4 sind. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ist kostenlos und würde ich sagen, viel Spaß im Video. Triple Push in die Garage. SK pusht A und Focus geht genau B Heaven. Das Ding ist halt, es wird eh so oder so einen A execute. Man lässt nur Klick. Na, auch Klick zieht sich zurück. Dieser Triple Push. Wollen wir da? Das guter Read. Explodiert werden könnte. Merken jetzt aber, ey, die machen gar nichts. Die gehen Richtung A. Genau, TP von Juro ist auch im Spiel. Das heißt, man könnte hier an der Pfütze einfach vorbei. Mit der Satchel ist man dann aber durchgekommen. Die kann man nichts machen. Du hast natürlich auch so, das ist ein 5v5 Retake. Potenzial mit zwei Dome-Smokern im Team. Das Ding ist halt, bei SK sind vier Classics. Das Ding ist halt, es wird gut möglich sein, dass sie alle sich in CT die Ecke stellen und dann einfach nur in der Bombe sterben, damit die keine Ullpunkte und Geld abgeben. Ich glaube, die bleiben einfach nur Heaven stehen und lassen sich von der Bombe executen. Sie erwarten eigentlich, dass so ein Triple Flank kommt, aber der bleibt aus. Oder? Das heißt, Louis und Matrix müssen sich da gefasst machen. Aber die versuchen es. Supportet werden, schöne Flash. Jetzt geht's über den Elbow nach vorne. Matrix mit der Bulldog hat Probleme gegen Meadow und klickt. Der kann das Ganze dann noch voll strecken. Aber warum? Aber da lässt man sich doch an Bombe exekutieren, oder? Keine Ullpunkte abgeben. Ich meine, jetzt haben sie die Runde. Okay, es hat funktioniert und sie haben es teuer gemacht. Aber es hätte auch andersrum laufen können, ne? Ich glaube, Viper wird genervt, obwohl sie nur so oft den Pro-Player genutzt wird. Nee, ich glaube nicht, dass Viper nochmal genervt oder gebufft wird. Aber die kommt von Focus, ist halt sehr interessant, ne? Ja, der Default-Plan wird für ihn gepickt. Von Focus, die kommt? Ja, aber ich glaube, die wissen schon, was sie machen. Genau, hätte noch ein TP ready gehabt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Also ich denke nicht, dass wir einfach so reingehen. Ey, yo, Jungs, ich spiele mal eine Runde Joro, ne? Das Smog von Matrix geflogen. Ja, lass mal Double Dollar. Also steht komplett offen. Wird deswegen getradet. John ist aber über die Screens noch durchgekommen. Matrix hat ja nur die Stinger an der Heaven. Er kann hier gar nicht auf Distanz arbeiten. Das wäre sein Upgrade. Oh, er guckt nicht. Ein bisschen weiter weg. Cider. Jetzt im 1 gegen 1. Und der ist unbekannt. Oder wissen Sie in den Screens von ihm? Der Spike. Nicht offen gelegt. Einmal der Cage hin, aber der Horn deckt ihn auf. Oh nein. Das heißt, es ist nochmal abgebrochen worden. Und der eigene Cage könnte jetzt zum Problem werden. Oh, 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 oh. Es ist die Runde für oh Bonus. Oh mein Gott, Cider holt das. Bonusrunde noch oben drauf. Hätte Meadow theoretisch sogar noch gewinnen können. Und sie spielen sie gerade schwindlig. Aber die gehen genau auf die Side, wo noch drei Leute sind, ne? Vielleicht noch mit der oh, die Sky, da könnte es krachen. Könnte krachen. Wird auch könnte richtig krachen. Dass man oben aufpassen muss. So, Muri muss es hier weggammeln, aber wird gecheckt von okay, John guckt da einfach mal hin. Sehr solide, dazu noch ein Stun auf den Spot, da stehen zwei. Den TP hat man der ist getrollt. Mitgenommen. Ja, ja, der ist getrollt. Paranoia geht vorbei durch Felix. Hä? Paranoia auch noch gemisst, geil. Die Runde ist ganz schön heiß, aber Felix überrannt. Okay, Cider hat's aber. Fällt auch Meadow. Okay. Damit 3 gegen 1. Das hätte kurz richtig Zeit krachen können. Planten, auch wenn man es hier sicher machen muss. Die Paranoia fand ich jetzt nicht so getrollt, ne? Das ist halt einfach rechts Mini-Stütz. Auf dem Spot stehen. Wenn Barty alle drei jetzt One-Tap, kriegst du 5 Subs von mir. Ich weiß nicht. Wenn nicht, krieg ich 5 von dir. Wenn er jetzt alle drei One-Tap, krieg ich 5 von dir? Ja, wenn nicht, dann krieg ich von dir. Ja, oh ich Gott, von die One-Way. Ah, okay. Ja. Aber das ist down. 4-0. Wenn Klick jetzt noch defused, dann krieg ich auch 5 von dir. Ja, schade. Dann müssen sie am Ende einfach runterspielen. Und manchmal sieht das ja, also krieg ich ja 5 von dir. Was? Ja, es ist, Ja, bei Klick jetzt noch Diffuse kriegst du, krieg ich 5 von dir. Kombiniert ja das Ganze gerne mit einer Flash. Ja, hat er aber nicht, also krieg ich 5 von dir. Von dir. Ja, alles klar. Boah, da wird jetzt auch noch die Joro direkt Ult. Wird bei Heaven gecheckt. Da wird ein TP hinter oh mein Gott. Oh mein Gott, der TP ist krank. Und jetzt geht er hier hinten raus. Die sind mit am Spot. Und er könnte noch oben auf Rev das TPen. Solange die Astra Wall noch steht. Ohne dass das gehört wird. Wobei alle, die hinten stehen. Ne, alle hören das ja. Ultimate entgegen. Ja, auf Seiten von Focus zieht man hier ein Ultimate fest. 3 Ultimates wurden hier schon investiert. Ja, mit dem TP kann er nichts machen. Bekommen. Noch kein Kill gefallen. Jetzt geht der Retake los. Trailblazer spottet, dass man da mal schon oh, Klick. Jetzt rein. Matrix kann das Ganze dann irgendwie traden, mit 2. Um aber Louis mit dem ersten. Mit dem Triple Kill. Und oh mein Louis. Gott, Focus hat sie einfach Kill geschreddet da. Runde. Am Anfang dachte ich kurz, SK kann es retaken, aber dann hat Focus sie geschreddet. Das wird der Full A execute. Ja,
Ja, Muri wird jetzt hier ordentlich in Elbow bearbeitet. Luis mit dem Kill gegen Muri. Okay, aber Klick mit einem guten Move. Da ist die Astra dann auch sehr geil. Die kann er über weite Klick mit dem ersten. Klick mit dem Kill gegen Alorante, der ist damit raus. 4 gegen 4 Retake ist schon wieder besser. Also ist immer noch ein 4 gegen 4. John muss da jetzt arbeiten. Matrix und Luis auch schon CT. John muss gar nicht eingreifen. Klick hat. Kill, aber John ist damit auch noch unbekannt. Klick aus dem Heaven. Genauso wie Felix. Beide sind sie gedroppt. Sie sind bekannt. Beide bekannt. Ausgeschlossen. Das Köpfchen hat man gesehen. John, der erste. Können die nichts machen. 6-0 Fokus. Und SK hat jetzt wieder eine Eco. Weil die haben 50-0-0-200-300 Credits. Ich muss auch sagen. Das tut SK richtig weh. Schöner Frag hier von Klick. Klick aber guter Reflex. Ich muss aber auch sagen, ich bin echt ein Fan von Alorante als Spieler, ne? Also Alorante ist irgendwie immer konstant gut. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch wichtig, dass man dann jedes Mal, wenn wir Fokus gucken, ist Alorante einfach. Er sticht raus. Die Screen-Kontrolle jetzt bekannt. John bekommt die Kill gegen Klick. Der hat eben schon Schaden machen können und der ist jetzt erstmal raus. Die einzige Schadensquelle, die fehlt jetzt vielleicht. Und Alorante. Das ist der erste von Alo. Der zweite von Alo. Das ist das 7-0. Aber da muss man. Oh, der TP verdattelt. Da muss. Ah, okay, nee. Juris Onside-TP, Drace ist Elbow gesetzt. Okay, die waren zusammen. Der holt sich hier seinen Kim, holt sich Matrix, 15 AP nur noch auf seiner Seite. Und der holt sich Alorante, ganz, ganz wichtiger Kill, den er da bekommt. Aber Luis, der biegt einmal aus selber raus, macht damit wieder ein 2 gegen 2 draus. Der hat auch schon wieder seine Ultimate ready. Währenddessen spielt Meadow seine, damit Position von beiden Spielern. Da ist halt die Frage, warum man Heaven rausdasht. Aus der Situation, fällt gegen Meadow. Und die Position von Cider, die war bekannt. Der Spike nicht optimal. Okay, das ist die erste Runde für SK. Oh, das ist halt so free, ne? Focus Veteran. Kannst du sagen, der Cypher geht weg? Einmal mit der Shorty was versucht. Counter Shorty. Cider ist Team Captain. Heißt Team Captain IGL? Wahrscheinlich, ne? Na, John bekommt den ersten Kill. Der geht also sofort in die Rolle. Boah, aber bisschen viel. Cider kann das Ganze traden. SK mit dem schnellen Zugriff. Die haben den Plant halt auch noch nicht down. Rausholen. Man hat den Blick nach hinten. Muri währenddessen Jabba Luis abgefangen. Man will in die Smoke rein, aber Alorante, der riecht den Braten. Muri mit dem nächsten Kill. Last Man Standing. Alorante gewinnt sein erstes Duell. Alo? Das zweite. Gegen okay. Muri verliert er dann 2 zu 2. Oh, da darf John definitiv nicht CT reinlaufen. Geh mir nicht mal Plant. Und ein offener Plant für Heaven. Und auch ein guter Plant, wenn man Screens reinkommt. Aber so viel Raum hat sich Fokus gar nicht getraut. Ich bin gar nicht so ein Fan von dem Plant, weil du kannst immer um die Ecke ein bisschen diffusen, oder? Eine Position, an der Luis aber auch einfach mal gebankt werden könnte. Er kriegt einen Kill. Und da muss er doch weg. Da hat er doch eigentlich wieder den Vorteil. Jetzt kann Alorante hoch, hat einen schön, Alo. Gespielt, sofort den Positionswechsel. Was ein Boah, Klick. Und damit beendet er die Runde. Klick wird benötigt und Klick ist gerade da. Krass. SK mit der dritten in Folge. Es ist immer dieser eine gierige Kill, den man dann extra haben will und dann fällt die Runde. Wird auch respektiert, man zieht sich erstmal zurück. Jetzt geht aber die eigene Smoke auf und das Vipers Pit im B-Heaven, das wird gespielt. Auch interessant. Hätte ich gerne aus der Sicht von der Jet gesehen. Ja, es gibt es halt leider nur in der VCT. Die haben halt mehr Observer, weißt du? Die haben für jeden Spieler Observer gefühlt, dass jeder immer Full Fokus auf sein Ding hat und dann kann er halt das abspielen, was er abspielen möchte. Die Cypher-Kamera im A-Heaven wird es spotten. Diesmal ist Meadow auf dem Spot im Elbow, aber er hat sehr tiefe Tripwire. Also er wird mit dem und es ist halt absolut fein, finde ich, vielleicht dass in dem 1 gegen 3. Das war's mit Klick. Boah, der ist greedy. Aber so ein Gamble kann man machen. Die eine Tripwire erkannt. Da fällt Meadow, das war's mit. In einem 1 gegen 3 sollte die Kamera immer auf der Person sein, die alleine ist. Der Spike Plant abgebrochen. Überzahl für Fokus. Die wollen jetzt erstmal weiter Kontrolle halten. Und da wird Muri. Boah, Luis. Aus dem Spiel genommen, aber von Felix getradet. Immer noch eine Überzahl für Fokus. Die Snakebites werden die Ziele nicht finden. Leichte Probleme für Matrix, aber Alorante. Aber Alo hilft von unten. Sehr schön. Die achte Runde. Ja, mit der Shorty. Die Shorty. Genau, oh, was? Trade auf Klick. Der das ist so unlucky für ihn. Da wird auch Barty schön. Keine Boah, schön. Für Felix gegen Luis und das ist die letzte Runde. Da wird geultet. Wird sofort die Ultimate gezogen, aber der Frag ist längst. Ach, Alo hat ihn schon. Ich hab's gar nicht gemerkt. Genau als Juri geultet hat. 9-3 ist eine sehr gute Hälfte. Jein. Also die haben halt Omen zum Defenden, die haben Astra zum Defenden und die haben Doppel-Duelist, um immer Spots einzunehmen. Wie jetzt da. Die haben Race und Juro einfach B-Main geschickt, um B-Main einzunehmen. Die können halt sehr viel aggressiv einnehmen, weil sie viele Smokes haben und sie haben halt Fade nochmal und selber Juro braucht halt gefühlt gar keinen Initiator. Er hat Flashes, er hat TP, er hat Fake-Lone.
Fokus überraschend. 5 gegen 3 Retake. Aber SK mit den 3 verbleibenden Spielern auf den A-Spot gegangen und 4 Raum eingenommen. Ne? Mhm. Meddo, die Events geht ja nicht ganz runter. Felix mit Cider stirbt daran, oder? Kauft sich Zeit und Raum. Nee, Cider 4 HP. Oh, er läuft in die Nate. Minus 50. Und Meddo gewinnt das Duell. Oh, was, Felix? Und auf einmal ist man nur noch zu zweit auf Seiten vom Fokus. Oh mein Gott, John, oh mein Gott. Gegen 17 HP. Von den drei verbleibenden Spielern aus Sicht von SK. Da geht die Smoke auf und am Ende die Runde geht an SK. Die sind ready, ihn zu traden. Und das alles auf Kontakt von der Cam. Ja, da ist der Kontakt da. John mit dem ersten Kill, mit dem zweiten Kill. Da kann warte, was passiert hier? Klick, der muss jetzt arbeiten. Der geht ebenfalls da. Und auf einmal ist es hier ein 3 gegen 2 Fokus in der Überzahl. Aber Felix hat gute Posi. Jetzt Richtung Side. Felix mit dem Snakebite. Ja. Das muss es, das aber ist guter Damage. Schlecht, aber die letzten beiden Spieler von Fokus, die sind low HP gewesen. Aber Muri sollte die Bulldog. Muri noch mit einem wichtigen Kill. Aber der Schaden, den man hier noch anrichten konnte. Und die Wände, die ein Fokus. Ich würde sagen, die sollte die Bulldog noch mitnehmen. Und John geht, boah, John geht aggressiv. Die sind hier zu dritt in der, oh mein Gott, das mag ich. Und sie checken es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, John ist ein Macher. Wow. Massiv. Es war wie bei Liquid gegen Giant. Redguy immer mit runtergelaufen auf Ascent. Boah, schöner Move von John. Ist ein sehr High-Risk-Move, aber wenn er funktioniert, dann ist es High-Reward. Das ist krass. Und Felix hier bekommen. 3 Early Kills, die Gegner sind danach in der Eco, ist krass. Und da sehen wir nochmal so dieser Trip. Sehr schön, Mann. John zu dominieren. Ich habe jetzt mal eine random Frage, okay? Wie schnell ist eigentlich die Zunge von einem Chamäleon? Weil die können die doch einfach mit der Zunge so auf Range, die können die auch einfach schnappen. Oder sehe ich das falsch? Ultimate-mäßig ist dann nichts, was entgegenkommt, aber. Die müssen ja giga schnell sein. Da ist es oft sehr wichtig, Info zu generieren und auch sauber raus. Das war gerade mein Gedanke. Was ist dann einfach besser? Matrix bekommt seinen Kill. Matrix, schön. Trade, einfach Omen Flash gegeneinander. Alo hilft von oben, ist sehr gut. Cider hat's auch. Boah, was? Der war drauf, oder? Muss jetzt retten, was zu retten ist, aber diese Eco war ein Todesurteil für SK. 12-5. Sie sitzt, die Fliege sitzt so auf dem Monitor, okay? Warte, lass mal ganz kurz gucken. Oh, die Fliege sitzt so auf dem Monitor. So sitzt sie da die ganze Zeit. Die reibt sich immer die Hände. Aber John mit den 2. Die Fliegen wissen, wie sie triggern. Sie reiben sich einfach immer die Hände. Sie wissen, wie es geht. Und es ist das 13-5. Und Fokus auch ein Team, das gerne aggressiv ihre Defense gestaltet. Dementsprechend SK mit wenig Tempo wartet. Okay, gute Info. Aber für beide Teams schon. Aus. Wir sehen, SK muss es rausfinden. Heinapo und Tau rein, Pentagon. In den Hooker rein, dort wartet niemand. Aber die sind zu dritt ready auf dem Base. Range spielen oder Aimlab Sneefy. Zwischen Long und was ist das? Aber Cider steht Cider ist ready für die Flash. Dann wird John wahrscheinlich zu spät reagieren können und Cider wäre down. Der wird jetzt eventuell einfach flashen, Cider und John. Oh mein Gott, Fokus mit 2. Aber Cider wird getradet. Da fällt da kracht's. John muss eskalieren, bekommt noch einen weiteren Kill. Es ist ein 2v2. Der Wingman plant, der ist noch durchgegangen. Na, und jetzt die letzten beiden Spieler, Matrix und Alorante, kommen mit dazu. Beide Controller. Was haben wir denn noch an... Das sind Agents. Beide haben noch einen Molly, theoretisch. Oh mein Gott, Meddo mit dem Ace. Ja. Boah, das war clean von Meddo. Funktioniert, hier soll es funktionieren und geht als gutes Beispiel voran. Ja. Boah, das stark. Ist sehr gut. Jetzt, das Ding ist halt, wenn die jetzt ein bisschen Ullpunkte farmen. Der Triple B-Aufbau eigentlich nicht verkehrt, wenn du da 2 gegen 2 Meddo kriegt einen Plant, Meddo kriegt einen Ullpunkt, Meddo kriegt einen Kill oder einen Tod. Dann hat der theoretisch für die Bonus-Ulti. So, und jetzt brauchst du einen Plan für diesen Retake. Ich weiß nicht, ob ein All-In-Winkel von Felix der gute Plan ist, aber Klick macht 4! Nein, das Back-to-Back-Ace. Die erwarten den fünften Spieler nicht dort. Ja. Das ist das Back-to-Back-Ace, glaube ich. Back-to-Back-Ace. Und er geht extra raus! Boah, Muri ist ein Mate. What? Muri ist ein Mate. Wie verspielt ist das denn bitte? Und es ist Back-to-Back-Ace. Ace in der zweiten Runde. Back-to-Back-Ace ist krank. Back-to-Back-Ace ist krank. Das Ding ist halt gegen die Bonusrunde von Fokus sehr kompakt und sehr, sehr schnell. Sehr schnell. Da ist Short raus schon. In den Lamps drin.
Das wird von Aloranta angezielt. Ja. Boah, Alo? Kein Ace für Klick hier. Aber der Follow-up in die Backside. Oh mein Gott, es kam mit 3. Mit Dizzy verzögert gearbeitet. Muri bleibt vorne, verliert aber das Duell gegen Sider, der bekommt. Oh, Sider kriegt 2. So wieder das 2 gegen 2. Was? Aber Brimstone Matrix muss unglaublich langsam rotieren, weil er nicht weiß, wie tief der Gegner ihm schon entgegenkommt. Boah, aber die Gegner haben, okay, die haben nur noch einen Brim-Mod. Ich dachte, die hätten auch noch Viper-Modis. Haben die wahrscheinlich beim Execute benutzt. Aber sie können jetzt einsmoken und Wingman zum Defuse schicken. Oh Gott. Ist der Brim-Mod schon raus? Nee. Und der Defuse ist dran. Defuse direkt abgebrochen. Da war Moshpit drauf. Deswegen ist der Wingman kaputt gegangen. Der Wingman ist am eigenen Moshpit kaputt gegangen? Der Wingman ist am eigenen Moshpit kaputt gegangen? Durch die Smoke drauf geschossen hat. Oh mein. Oh mein Gott! Was tut er? What? Die müssen es jetzt machen. Muri schon mit einem wichtigen Doppeltier klickt er sofort den Lamp. Jetzt zieht einfach durch. Und es läuft. Er hat, oh mein Gott. Hat er den Defuse? Ja! Ja! Er no-scoped ihn. Oh mein Gott. Das ist crazy. Ami, ich bin wieder vorne. Ich bin wieder vorne für euch. Ja, ja. Sider Aced. Sider Aced. Alter, aber das ist gut. Damit ist A wieder offen, wenn man den Spike hätte. Wenn man den Spike hätte. Sider, der hat hier noch 3 Sekunden oder so vor uns, glaube ich. Kuba muss vorspulen wieder. Ja, wie kriege ich das denn hin? Einfach den Balken nach vorne schieben. Flash kommt raus. Aber er guckt in die falsche Richtung. Oh mein Gott. LOL. Mache. Eliminiert. Muri, last man standing. Der kommt über Long. Mit den Steps verrät er sich. Nur 22 Sekunden auf der Uhr. Er muss zwangsläufig laut machen. Digga, Sider hält da rein. Krank. Sider macht das. TP angegangen und jetzt zieht er noch ordentlich. Ja, aber vielleicht wollte er das gut. King bekommt, gewinnt sein Duell gegen Klick. Da kommen aber noch mehr. Der zweite. Nein. Aber guter Damage. Jabai Lewis da, kommt den Kill gegen Mado. Sider. Oh. TP mit dazu bekommen, macht einen wichtigen Doppel. Macher. 6-6. Oh nein. Ja, oh. John, der die Settle gerade mal umgedreht hat. Er hätte John nicht gehittet, dann wäre er vorbei. Ja. Barty. Entschuldigt, Matrix kümmert sich hier um den Plant, während der Rest. Plant jetzt hier. Come on. Hier gegen 4. Erstmal rotieren muss, aber der wird schon Elbow-Kontrolle eingenommen. Lewis zielt Richtung Hooker, hätte ein TP. Vor den Belang-TP ready, kann aber auch da erstmal Richtung Elbow weg. Der Spike ist sehr gut für Elbow geplant, sehr gut für Belang geplantet. Nicht so gut für Defender Spawn, da müssen sie gegen Muri arbeiten. Muri hat die Runde der, glaube ich, jetzt gerade im Duell ist. Ja, der wurde von 2 Spielern gesehen. Die ziehen ihn auch an, jetzt geht man aus Hooker raus. John mit der Sheriff. Oh, hat's gedodged. Er hier arbeiten. Bekommt sein nice. Erster sofort von Felix getradet. Matrix macht einen guten Job, kann das ganz wieder zurücktraden. Und dann wird hin und her getradet. Oh, aber Fokus tötet sie einfach. Natürlich, das bessere Ende dann für sie. Oh mein Gott. Wenn da einer überlebt, ist die Runde vorbei. Da kriegst du direkt die Antwort, dass jetzt müssen sie einfach nur B-Gasen. Aber das Ding ist halt, SK ist halt auf die Info nicht ein Zentimeter gemoved von A, ne? Ja, und nicht einen einzigen. Oh nein. Dann das Play oh, durch. Nein. Oh mein Gott, der Satchel! Die kann John abfangen, der Follow-up sieht gut aus. Oh. Ah. Matrix kann aber zweimal... Okay, Matrix. Noch bekommen. Beim Execute die Unterzahl für Fokus. Aber wer weiß, was... Hallo, hallo. Mit der Bulldog, nein, wenn er da eine Vandal hat, wenn er eine Vandal hat. Wenn sie da jetzt zu dritt von hinten kommen, ne? Und die Weltreise von SK. Der Fake-Hero-TP hat die halt ein bisschen gebumst, weil jetzt haben die Angst, dass Joro von hinten kommt. Jetzt sind sie in Luca drin. Fokus hat das Ganze umlaufen. Jetzt zieht sie wieder nach einer Runde. Die haben die einfach outmoved. Dabei Lewis, Ultimate. Ja, was war das wieder für ein Timing-Catching? Merkt, die Lamps sind free, die Backside ist free. Jetzt nochmal über B. Aber dann wird es auch ein 5-Mann-Retake. Und sie haben keinen Sentinel, sie spotten nicht. Also wenn sie den Plan jetzt gut spielen, Brim-Ult, Brim-Molly, Viper-Molly, Race-Ult. Double Flank gegen Sider, Double Flank gegen Sider. Gecko-Molly? Aber Sider macht 2 immer. Engel von Sider. 3 gegen Sider. 1. Gemacht, eine Trade von Click. Meistens. Matrix ist dabei. Der schön, schön. Matrix. Der Backstep des Backsteps ist im Spiel. Muri, da kannst du auch mal safen gehen. Ich komme nicht wirklich durch, ich komme nicht wirklich rein. Sehr, sehr geil. Fokus antwortet sofort mit. Falls Fokus das Game ist, sie gewinnt. Wir haben eine Map schon. Sauberer nicht hätte laufen können. 9 zu 9 wird es dann stehen und dann geht's wirklich ans Eingemachte. Offline-Event. In Köln. Beide Teams gönnen sich hier nichts. Und dann ist jemand krank und dann spielt Kuba. Noch um ein bisschen mehr, denn wenn sie diese verlieren,
dann ist es vorbei, wenn Fokus verliert, dann gibt es eine dritte. Ich bin da schon eingetragen im Lineup. Den Bang gegen John. Respektlos. Dadurch ist Click Close. Bekommt seinen Frag Schuss. Keine Chance. Das Heal ist auch noch drin. Oh, da dreht sich John von der Flashback. Die geht schön gespielt. Auf. Click bekommt den Killer, soll meiner Seite. Oh. Fake Flashes mit Sky nicht mehr egal, möglich sind. Wire Routing for Focus. 1, 2, 3 Focus. I don't really have contact to any of the SK guys. Es geht and Alurant is GOAT. Focus, da steht einer alleine, Alurante. Und zwar Meadow. Dann doch ist halt gut Zeit Schiff rausgeholt. Nice! Und jetzt hat er hat Molly und. Hä, bitte? Die Hälfte ist durch. Das ist nicht gut. Die Hälfte ist durch. Alo hat ihn. Oh mein Gott. Nice! Oh mein Gott. Bei Hälfte hatte ich ein bisschen Angst, dass einer noch ziehen kann danach. Nein. Oh gut. Aber Felix hat auch einen. Guck mal, Barty. Die Runde. Matrix macht zwei von hinten. Aber dass Barty da weiterläuft, ist komisch, finde ich. Wo Spike down ist, ne? Ja, ah, weiß er vielleicht nicht. Nice! Ja, Matrix, gerade sein iPad in der Hand gehabt. Oh mein Gott, wie geil gekämpft von SK hier in der Eco. Ja, das ist so das eine, was du brauchst. Na, er macht immer wieder richtige, gute Frags. Hier ist hier komplett Rundown hier. Flash rein, TP rein, alles rauf auf die Seite, aber Meadow. Boah. Meadow war ready mit dem Molly. Nein. Generieren John bekommt nicht sein Killer. Aber ist okay, gute Trades, gute Trades. Bomb ist down, 2v2. Die letzten beiden Überlebenden. Die haben Doppel-Molly noch. Der ist geplant. Und die haben noch Mockpit und. Und den Molly. Aber Muri darf das keinen Kill kriegen. Auch wieder Zeit ja, rausgeholt werden Operator, können. Der Spike ist fürs ja ähnlich zum Standard geplant. Ja, aber Operator kann auch manchmal dicker Nachteil sein. Der ist gerade raus. Ja, war eben war noch drin. Ja. Smoke auf den Spike, aber die wird natürlich nicht ewig halten. Prefire-Shots in die Richtung. Zeit hätte von kurz aber noch einen Frag gemacht. Kriegt das Moshpit auf den Spike. Boah, schöner Molly. Aber das Moshpit wird nicht genügend Zeit rausholen. Er muss es nochmal fighten. Nur hat oh, hat keine Zeit. Operator. Das hat er, oder? Und mit der trifft er. Warum piekt er? Aber keine Zeit, okay, never mind. Oh mein Gott, beim Observer hört man die Bomben ticken nicht immer perfekt. Oh, sehr wichtig. Und eins und Kuba hat free Drinks in der Bar, das heißt, das ist krank. Nein, genau die Mitte. Das, da nochmal ein Replay sehen. Das war ja legit die Mitte von beiden. Ich sag, Matrix macht zwei, hat Ult und gewinnt die Runde. Fokus schon mal gewinnen können, aber zu viert in der ja, warte mal, von Flank auf 4 machen. Damit rechnen wird. Und die stehen gerade noch auf Richtung Short. Louis da macht ist ein TP hinten ready. Fresh zerstört. Eingesehen. Die Operator müssen sie langsam punishen. Nein. Digga, ich spiel Jabba Louis gerade. Oh, warte mal, der hat Heaven geultet. Oh mein Gott. Ich glaube, Click ist nicht rechtzeitig auf der Waffe. Er geht down. Und jetzt hat er noch Molly, ne? Matrix kommt aus dem Moshpit nochmal raus. Geht in den Off-Angle. Die Operator schießt daneben. Man ist. Hat Molly dran. Molly ist drauf. Wird jetzt extrem wichtig, Louis. Louis? Vor und es sprayt vorbei. Es sprayt vorbei. Spray trifft jetzt. Dann ja. Der Trade von Meadow. No. Und der Half-Defuse. Hat Hälfte. SK ist noch nicht. Wenn die Hälfte nicht durchgeht. Eine Runde. Auf A. Man erwartet, dass Fokus da vielleicht mit der Mitte macht sich ready. Ultimate gegenarbeitet. Ja, macht direkt 10er Q. Oh nein. Er ist fullblind. Nee. Nein. Nein. Klick kommt mit dazu über den Teleport. Orbital Strike jetzt auch noch ready. Diese Runde wird vielleicht ein bisschen Ultimate Heavy, aber die ist wichtig. Also Orbital Strike bleibt drin. Der Spike plant in der Backside hinter der Kiste. Auch oh mein Eingang Gott, die sind 5 Hooker, ne? Ja. Gleich kommt aber Gekos wenn Alu Dice einfach nochmal eine Ult zieht, vielleicht? Dass sie nicht aus Hooker rausspringen können? Also ich sehe hier auch keinen Snake. Oder dass sie halt Molly so, wisst ihr, wie ich meine? Ja, kommt raus. Aber nicht ohne viel Schaden zu kassieren. Molotov in den Eingang. Und dann geht er da. Barty mit der Dust. Felix hat den Wingman schon zum Defuse geschickt. Er zieht aus, er zieht durch. Keine Chance. Schöne Flex hier von Matrix. Die Runde wird nochmal richtig, richtig teuer. Aber was ich nicht verstehe ist, die wissen, dass viele Hooker sind. Ich würde da als Viper einfach den Orb unter Heaven werfen und dann Mollin. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber warum der Plan?
Verdammt, aber die Final Rounds komplett die Daumen drücken, Jungs. Gemacht hatte in seinem Klatsch. Die dachten sich, ey, vielleicht einfach auf Nummer sicher gehen für die letzte Runde. Manchmal. Darauf gehen wir jetzt so. Weißt du? Nerven. Millimeter zu weit rechts und Wingman plantet dann doch nicht mehr. Jetzt ist aber die Byron. Ja, das kann sein. Er wird der Breitenberg Call. Er ist gelaufen gerade wirklich wie Movement Günther. Du hast es gerade gesehen. Einfach geradeaus. Do or die time. Volle Distanz. Wir erreicht hier auf Bind. Joro Ultimate und mit der will man Richtung B. Geht direkt durch. Was? Sieht ihn aber. Sky und Brimstone. Diesmal checkt er lang. Ja, er lernt. Oh, der Kerl wirklich. Oh hier, mein Gott, der Kerl wirklich. Stark. Da ist man schon auf dem Spot durch den Hook. Side Control ist da. SK hat keine Ult und da ist auch in keiner Ult-Range. Nein! John, nein! Zwei? Oh, wo, Alu! Alu hat auch Ult. Mit dem Vipers Pit. Willkommen in Vipers Welt. Mit dem Vipers Pit soll es gelingen. Jawohl. Louis, nice. Lang dann noch erfolgreich. Ist es das? Schickt dir noch einen Klon vor. Ist die wissen. Das? Der steht wahrscheinlich noch ein langes Hinzug. Oh. Kabi tippet. Kann das Snakefighter aussitzen. Fällt dann aber. Nein, aber Alu noch ein. Oh mein Gott. Alu ist One-Shot. Ja! Ja! Für wow. Das ist krank. Es war so knapp, Mann. Das war ein geiles Game zum Zuschauen.